Hallöchen und herzlich willkommen. Ich habe schon wieder so angefangen. Ich erinnere mich, nämlich war das hier immer in diesem Screen, weil ich immer in diesem Screen bin, weil meine Aufnahmetaste F9 ist und F9 ist Schnellladen und dann wäre ich ganz woanders. Steht da, da hinten liegt irgendwo rum. Hier liegen irgendwelche Leute auf dem Boden. Ich muss sagen, es war ja jetzt Winterpause bis gestern. Und über die Winterpause war ich doch sehr faul und ich nehme das hier quasi gerade an Silvester auf. Es ist gerade der 31.12., nur noch nicht 0, sondern da hinten steht irgendwer. Wie viel Uhr ist denn gerade? Es ist gerade 22 Uhr, also es gibt irgendwelche Idioten, die sind ja schon am Böllern. Ich hoffe, das hört man im Hintergrund nicht, falls die da irgendwo auftauchen. Ich umgehe die jetzt einfach mal mit Schnellreisen. Aus irgendeinem Grund müssen wir dahin. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Ich schaue es auch nicht in den Questlog. Ich folge einfach mal der Anzeige hier. Damit wir hier mal wieder ein bisschen vorankommen. Ach, guck mal, die hat das gleiche an wie ich, aber die hat nicht so einen schönen Stab und die hat andere Schuhe. Tja, hast du mich falsch nachgemacht. Die Narren sind zurück. Sie hätten nicht wiederkommen sollen. Die Narren. Wer auch immer Narren sind. Sie sind Hallo. zurück. Was ist mit meiner Tochter? Ja, ich bin wieder da, ich bin wieder da, ich bin mit dir reden, renn doch nicht weg, jetzt bleib doch mal stehen, hallo, bleib doch mal stehen, hallo, bleib doch mal stehen, hallo. Ich werde nie vergessen, was ihr für mich getan habt. Und für Anela. Kein Dank würde je ausreichen. Doch bitte nehmt diese bescheidene Belohnung. Ja, wir haben gleich mal 3600 Gold gekriegt, also das ist der also bescheiden. Blühen und gedeihen. Halt doch mal die Klappe da hinten. Stolzen jedoch werden durch ihren Du sollst die Klappe halten! Frieden mit Lyrias Führung und Segen, meine Kinder. Ich gehe hier falsch. Verdammt. Wir haben irgendein Medaillon bekommen. Halt doch die Klappe, ey. Immer diese Priester, die immer wieder das Gleiche sagen, die gehen mal so auf den Sack. Geht in Frieden mit Lyrias Führung und Segen, meine Kinder. Ich habe irgendwie nicht ganz mitbekommen, dass. Alter, hier reden alle mit mir. Alle reden mit mir. In Skyrim gibt es da Mod dagegen. Geht das hier auch? So, Quest. Ein alter Durchbruch brauche ich gerade noch nicht. Wir haben hier so viele. Wir haben so viele Nebenquests offen. Da. Boah, jetzt habe ich gerade schon wieder Geräusche mit dem Mund gemacht. Ich habe nämlich gerade getrunken, kurz direkt vor der Aufnahme. Ich habe es auch hier neben mir stehen. Ist auch schon offen für den Fall, dass ich Aufnahmepause mache. Und in letzter Zeit ist das irgendwie so, dass wir auch in der The Whispered World Aufnahme, dass ich einfach vorher getrunken habe und da war das irgendwie so ganz komisch, so ganz komisches Gefühl im Mund vorher, dadurch dann. Und jetzt gerade schon wieder, es tut mir leid, aber es sind einfach Geräusche manchmal mit dem Mund und ich habe hier nicht die Möglichkeit, irgendwie meine Stimme aufzunehmen und diese Geräusche rauszufiltern. Außer ich würde das nachbearbeiten. Teile der Stäbe beschaffen brauche ich gerade nicht. Pilgrimsrückschlag, nee. Niams Laboratorien. Kobold töten, nee. Familienwaffen, Dolph Arne betreten. Pff. Ja. Dolche abliefern. Ach komm, das können wir einfach mal machen. Das müsste eigentlich noch ganz weit hier hinten. Da ist es doch. Gut. Gehen wir mal in die Blutsteintiefen und liefern mal die Dolche ab. Dann haben wir das nämlich auch schon gemacht. Dann sind wir bei der Quest auch fertig. Gehen wir auch noch ein bisschen Gold dazu und dann können wir uns irgendwann unseren Lamborghini kaufen. Ich weiß, ich hatte euch das bis jetzt noch vorenthalten, aber ich werde hier einen Lamborghini kaufen. Ja. Einfach nur, ich finde, dieses Schnellreisen, das ist doch langweilig auf Dauer. Deswegen so ein Lamborghini tut's doch eigentlich auch. Die sind doch nicht gegen mich. Ich will doch hier, ich komme doch hier in Frieden. Doch, sind gegen mich. Warum sind die gegen mich? Ich komme in Frieden. Tamte Kacke. Warum seid ihr gegen mich? Da bin ich voll dagegen. Kann ich hier mal schießen? Yay! Warum sind die gegen mich? Verstehe ich gar nicht. Vor allem, die waren noch so grau markiert. Die sind noch gar nicht rot markiert. Aber der eine, der hat mich plötzlich angegriffen. Das verstehe ich nicht ganz, aber gut. Jetzt habe ich die ganze Zeit irgendwelchen Sauer im Mund. So, das nervt mich selbst. Einfach nur, ich würde gerne,
Bei Outer City gibt es ja so Presets und da würde ich gerne eins ausprobieren, aber dafür mache ich viel zu viele Geräusche im Hintergrund. Da ist ein Headset einfach nicht für geeignet. Dann bräuchte ich ein Mikrofon mit Popschutz und dann dementsprechendem Abstand, weil man hat beim Mikrofon per Default diesen wunderschönen Abstand. Irgendwie hassen mich jetzt alle hier. Und irgendwann kommt auch ein Mikro, aber das dauert noch. Aua, aua. Findest du lustig? Findest du lustig, gell? Findest du lustig? Blöde Kuh, stirb! Cool. Haben wir hingekriegt. Ich darf einfach nicht direkt vor der Aufnahme trinken. Das ist ätzend. Oder es liegt daran, dass ich mir das Trinken zurzeit warm mache, weil es ist so schweinekalt in meinem Zimmer. Es ist Wahnsinn. Ach stimmt ja, das können wir ja nicht als Plunder markieren, sondern nur wegpacken. Da ist eine Truhe, da sind Leute, hier haben wir noch schwarzen Korsch und nein, ich werde die da, die sich da verstecken, nicht mitnehmen, weil die sind schlau genug, uns nicht anzugreifen. Und dann belohne ich die quasi dafür, dass die schlau genug sind. Heiltank nehmen wir mit, Mana-Tank packen wir weg, wie immer. Und dann beschwere ich mich wieder, wenn ich in Kämpfen kein Mana habe. Aber ich weigere mich, die Mana-Tränke einzusetzen. Und jetzt blinkt die ganze Zeit mein Handy auf. Es ist vollgeladen, aber ich lasse das jetzt mal einfach dran hängen, weil ich gerade sowieso die falsche Taste drücke. Alter, jetzt mach deinen Bildschirm aus, du lenkst mich ab. Gut, dann mache ich den Bildschirm halt selbst aus. Ich bleib trotzdem drin hängen, weil das würde länger dauern. So, die Herrschaften, ich würde hier gerne durch. Ihr hasst mich also. Finde ich gut. Also mal ein bisschen Abwechslung hier. Von mir aus töte ich die alle. Die Banditen der Roten Legion, dann sind wir nicht los. Dann brauche ich mich mit denen nicht mehr rumärgern. Droppt irgendwer was? Hier, der droppt was. Einfache Umgangsform. Was? Was? Was braucht niemand? Jetzt hat es gerade hinter mir geböllert. Und wahrscheinlich wird man das gehört haben. Was hier? Leibwachen greifen mich an. Der steht da ganz ruhig. Der hat kein Problem mit mir. Der wundert sich auch gar nicht, dass hier alle tot sind oder so. Nee. Nee. Der wollte mich gerade angreifen. Ich habe es genau gesehen, aber dann hat ihn der Questmarker davon abgehalten. Ja. Ja. Siehst du auch so, gell? Ja. Ich gehe mal hier erst looten. Azurit, Großschwert, komm, das braucht doch keiner mehr hier. Komm mal alle nehmen. Das hat meine Hunde auch noch gebildet. Ich wusste, dass keiner von Ihnen mir selbst entgegentreten würde. Wer hat euch geschickt? War es Delf? Ugnar? Darf ich dem ganz schnippig antworten, dass denen das gar nichts angeht und ich deswegen einfach nur hier die Dolche abgebe und wenn ihn das stört, dann kann ich ihm mal schön guten Tag sagen. Ich bin wegen des Blutrituals hier. So gar nicht, gar keine Aussage, wer mich geschickt hat, auch gut. Ihr seid also im Namen von Delf hier, diesem Verräterschwein. Hey. Ich nehme an, ihr sollt auch eine Nachricht überbringen. Lasst mich raten. Seine Verbrechen wurden mit Blut bezahlt? Delf ist anscheinend nicht klar, dass der Blutritus ein Privileg der Roten Legion ist und dass er dieses Privileg verloren hat, als er uns verriet. Es ist eure Entscheidung, Fremde. Teilt euer Schicksal mit einem Mönch und seinem feigen Gott oder arbeitet für mich. Ich bezahle euch wenigstens für eure Mühen. Ich habe mal gerade was getrunken, in der Hoffnung, dass es besser wird, aber ich bezweifle, dass es besser wird. Ich werde auf keinen Fall Delf töten, also ich würde jede Quest mitnehmen, aber ich arbeite garantiert nicht für einen Banditen, also ich arbeite nicht für Banditen. Unklug. Einige von uns sind reicher als Könige. Wenn ihr nicht für uns seid, dann seid ihr gegen uns. Die Rote Legion trinkt das Blut ihrer Feinde. Gut, dann töte ich dich jetzt. Boah, der hält aber viel aus. Und da kommen zwei Bogenschützen. Für die Legion. Lass mich erst mal den Bogenschützen da hinten bekämpfen. Geh mal weg, geh mal weg. Tut mal alle in Ruhe. Ich fange hier hinten an. Ja, komm. Weißt du? Ich kann es mit zwei von euch aufnehmen. Wenn ich noch nicht so kacken langsam wäre. Aua, aua. Ah, unterm Schwert durchgesprungen. Tja,
Ja, kommt davon, wenn man ein Großschwert... Hat er ja gar nicht. Egal. Kommt davon, wenn man so langsam ist. Ich habe dem die Dolche gegeben, um sie ihm wieder abzunehmen. Und mehr hat er nicht. Okay. Gut. Kann ich nicht mitleben, aber gut. Und kleine Zwischenmeldung, es wurde nicht besser. Also, die erste Folge werde ich wahrscheinlich noch Geräusche mit dem Mund machen. Wahrscheinlich wird es mir über die Zeit irgendwie besser, weil ich rede ja sehr viel hier in Amalur. In Amalur wird ja viel geredet, es wird relativ viel vorgelesen, weil unser Charakter ist ja stumm, außer er wird getroffen, dann kann er plötzlich reden, mehr oder weniger. So, ah, und oh, und oh, und i, und weiß ich nicht. Was noch alles für Geräusche. Aber reden kann die gute Dame nicht. Und ruhig ist es hier auch. Es müsste eigentlich so, also öfter Musik geben, wenn gerade keine Musik läuft. Einfach nur, ja, hier jetzt gerade. Es ist ja gerade ein schönes Stück im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut hören kann. Weil ich komme mir in letzter Zeit sehr laut vor, aber das kommt auch nur davon, dass ich es absolut nicht gewohnt bin. Was heißt ja absolut, dass ich es zurzeit nicht gewohnt bin, wieder aufzunehmen und meine Stimme zu hören. Und dazu kommt, dass ich quasi... Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Na super, ich geh mal hier nach. Ah, nach Gorhard. Da war ich ja schon lange nicht mehr. Ich geh mal von oben. Ich komme von oben. Also dazu, dass ich... Ja, war eine super Entscheidung. Dazu, dass ich lange nicht mehr aufgenommen habe, kam noch, dass mein Ohr quasi einen halben Monat, fast einen ganzen Monat wieder... Nee, warte. Es hat einen halben Monat rumgespackt und es war eine Woche lang komplett zu. Aber nur eins, nur ein Ohr, nur ein Ohr. Keine zwei. Und warum ich euch das erzähle, ist einfach, ich möchte euer Mitleid. Ich bade mich in eure Mitleid und ich komme hier nicht hoch. Wette ich. Ah, doch, ich komme da hoch. Und dann kann man den Stein mitnehmen. Soll ich das noch machen? Soll ich mal den Stein mitnehmen? Boah, ich mache einfach so viel Damage. Es war gut, dass man von der Umgebung nicht runtergestuft wird, so wie in Guild Wars. Weil in Guild Wars ist das relativ ätzend. Man macht zwar immer noch viel Damage, aber nicht mehr so viel, wie man hätte machen sollen. So vergleiche ich Amalur eigentlich immer mit Guild Wars. Ich weiß es nicht, aber es ist ja gerade etwas Positives. Meistens ist es etwas Negatives, zum Beispiel, dass man nicht einfach frei rumspringen kann und deswegen von kleinen Stufen aufgehalten wird. Das ist in Guild Wars besser, aber hier ist das mit dem Runterstufen besser. Ja, komm, hier aufbrechen. Eisendolche braucht doch keiner und einfacher Trank der Regenerationsgehampels braucht auch keiner, weil ist halt so, ich gehe jetzt mal da lang. Willst du mich verarschen? Das da unten ist doch Gorhard. Das da unten ist Gorhard. Oder auch nicht. Ich springe jetzt nach unten nach Gorhard. Das ist mir jetzt... Ich lass mich doch hier nicht verarschen von diesem Spiel. Ja, gut, das ist weiter weg, weil da oben das Kloster ist. Ach Gott. Diese Karte. Ja, die habe ich jetzt alle mal besiegt. Jetzt habe ich den Anführer, dem habe ich den Gar ausgemacht. Oder dem Gar raus, oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich glaube, man sagt dem Gar aus. Und ich weiß gar nicht, warum man das sagt. Warum pennt die Sau? Das heißt, ich kann jetzt ungesehen klauen. Yeah. Aufschließen, aufbrechen. Irgendwas drin? Nö. Funkelnde Eisscherbe könnte ich mitnehmen, brauche ich aber nicht. Kollege! Es ist vollbracht. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist wie das Ende eines langen Albtraums. Wie kann ich euch das je vergelten? Ich habe in der Mission eine Kollekte gemacht. Unter dem Vorwand, es sei für einen guten Zweck. Aber ihr versteht sicher... Die anderen dürfen es nie erfahren. Seid bedankt. Unter dem Vorwand, es sei für einen guten Zweck. Also so typisches Kirchengehampel. Ach ja, gut. Ich unterstütze das zwar eigentlich nicht. Ich hätte, wenn ich könnte, das Gold nicht angenommen, aber die Wahl habe ich ja nicht.